Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3 Remind. Hooray! Ich glaube, jetzt können wir das sagen, oder? Ja, jetzt können wir das sagen. Wir gehen jetzt nämlich in die Inhalte zum Herunterladen. Das Einzige, was nicht in All Caps ist. Müssen wir das tatsächlich noch tun, oder können wir einfach irgendwie anders in unsere Inhalte vor zum Herunterladen? Nein, wir müssen hier in Spiel Remind. Oh, wir wollten auch noch irgendwelche Recaps lesen. Ja, das machen wir, wenn alles zu Ende ist. Okay. Das machen wir scheinbar als Finale. Ja, das Finale. Wähle einen Spielstand aus, ja. Wir haben nur einen. Genau. Wähle diesen einen Spielstand aus. Wir haben nur den einen, wo eine Krone dran ist. Ein kleiner Zauber, in der Hoffnung, nie wieder voneinander getrennt zu sein. Hashtag Sora, Hashtag Galri, Hashtag Zauber, Hashtag Licht, Hashtag Tod. Hashtag Oops. Didn't work. Hashtag Whoops. Upsi. So war das nicht gedacht. Ja. Hashtag Reawakening in Tokio. Oder so. Ja. Du kannst im Mogiladen Zeichen eines Versprechens gegen Sternentreuer tauschen. Du kannst im Mogiladen Zeichen vergangener Zeiten gegen Memoir tauschen. Ja, und jetzt kriegen wir endlich unsere beiden ikonischsten Schlüsselschwerter neben Kingdom Key. Achso, wir sind wieder in dieser Szene. May your heart be your guiding key. Ja, es war einmal. Im DLC. Oh Gott, er hat den Disney-Satz gesagt. A black goat stashes away a letter, then orders a white goat to search for it. What could his intentions possibly be? Hast du Probleme, Luxor? Great, a riddle, just what I need. There are many possibilities. Ist richtig. Perhaps he forgot where it's hidden. Or he's playing a prank. Or the letter has truly gone missing. I can think of several reasons offhand. Vielleicht wollte auch jemand einfach nur ein rassistisches Rätsel machen. It's simply useless. Well, then just follow your orders, plain and simple. Yes, that's what I've always done. I followed the orders from above. Without question. Ich mag Luxor nicht. However, Jesus. I sometimes can't help but read into my opponent's strategy. Too long on the job? If the contents of the box are so unknown, why is it of such critical importance to the organization? Furthermore, was it Xehanort or Xemnas who gave the order? Well, it's tricky. All Xehanort cares about is the clash between the seven lights and 13 darknesses. Ja, eben, der kann ja das große Bild hier gar nicht sehen. He would hold such an interest in this mysterious box. Which means the order was issued by Xemnas, or the one who informed me of my task, you. As if it must have been Xemnas. Ja, natürlich. My das kann er ja nicht gewesen sein. Insbesondere nachdem wir die letzte Szene gesehen haben am Ende des Spiels. You asked him. Das kann er ja nicht gewesen sein. What are your intentions? Look, I don't know what's inside the box, but it's been protected by Keyblade wielders since way back when. Aren't you curious? I heard it contains information that's vital to all Keyblade wielders. Secrets. And cool. Where did you hear this? I don't remember. Luxor ist für die anderen alle viel zu clever. Der stellt mal Fragen. So many different places. It's hard to keep everything straight, you know? Am Ende hat ihm das leider nicht geholfen. Nee. Oh, wer weiß, er hat Zorn eine Karte gegeben, die bis jetzt noch nicht ins Spiel gekommen ist. If this ist ein Joker. Is truly as important as you say, why now? I believe you discovered that others also seek it. Apropos, and you need to find it before anyone else does. In order to keep your connection to the box a secret from those around you. Zigbar, who are you really? Here. No matter. It doesn't make a difference to me. Deswegen haben wir auch dieses Gespräch. It's all the same. I'm content to feign ignorance. Jetzt hat er einen Karten, den mit einer Karte weniger. Who are you, Luxord?
Ja, wer ist er? Die großen Fragen, die gestellt werden. Währenddessen, an einem komplett anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Ich wollte gerade sagen, währenddessen am Ende der Story. Ja, schön. It's finally over. Oh. Nein, noch nicht, Sora steht noch. Ja. We'll find Kairi. Let's head back to Master Yen Sid. We can figure it out. No. I know what to do. Schon ein bisschen merkwürdig, wenn man diese Szene quasi gerade erst gesehen hat. Ja. Im Gegensatz dazu, dass ich so ein Jahr lang nichts gesehen habe, als das Originalspiel gespielt habe und dann DLC gekauft habe, ein Jahr später. Every time I find her, she slips away again. I thought we'd finally be together, but she's out there, alone. Not for one more second. That's so ungewöhnlich. That's right. Thank you. Yeah. Donald. Goofy. Bitte mach den Half-Pint-Witz wieder, der ist so gut. Bis jetzt warst du mit in der Regel am Ende der Spiele so, dass er Kairi auf Destiny Islands zurückgelassen hatte und wusste, wo sie ist. Und er war nun mal wieder irgendwo. Aber dass sie jetzt plötzlich irgendwo anders ist, das geht nicht. Also können wir kein Spiel beenden. Ja. And we'll both be back before you know it. Please. Let him go, Mickey. Let it go. Dann kann ich ja nicht der Hauptcharakter sein. Lass ihn gehen. Are made up. Das wird das Spiel nur verbessern. Ja. Es wird die Emotionen deutlich runterschrauben, dafür den IQ heben. Thank you. Not sure if good or bad. Das könnte schlimmer sein. Terra könnte der Hauptcharakter werden. Das stimmt, aber dann würde er schon nicht mehr spielen. Vor allem würde die IQ nicht mehr hochgehen. Das ist richtig, außerdem würde die Welt untergehen innerhalb von einem Spiel. Ja. Es könnte kein Teil 2 geben mit Terra. Ja. Ich brauche dringend Shion als Hauptcharakter. Ich mag Shion. Ich habe kein Spiel gespielt, in dem Shion vorkam. Tja. Ja, Kingdom Hearts 3 Remind, falls du schon vergessen hattest, was du eigentlich gerade spielst. Ach so, ah, verstehe. Ja. Nicht 2.9 Remind. Das ist ja großartig. Ja. Ist groß, ja. Ist großzügig vor allem von Nomura. Meanwhile, ja. Auf einem Felsen. Immer der gleiche. Immer 2 Kutenträger, die aufeinander zulaufen. Immer! So? Yeah. It wards off darkness. It's useful. Told ya. So, how'd it go? The tour. Ist das jetzt die aktuelle Timeline? Das muss ein Rückblick sein, oder? Das ist ein weiter Rückblick, ein weit liegender Rückblick, wenn ihr den Mantel quasi gerade ausprobiert. Ja. Yeah. Vor allem hat sie ja noch keine gelben Augen. For my existence. Right. Weit in der Vergangenheit. Tell me more. All around the world. People live seemingly peaceful lives. They believe themselves to be moral and virtuous, but it's all an act. Darkness lurks in the pit of everyone's heart. Their light is a total farce. Sounds like your trip around the world opened your eyes, but you got a little bit more than you anticipated. You must have seen a lot of darkness. Yeah, where did it come from? Those who are weak and who desire greater power simply strip the strong of their power and convince themselves they've earned it. That's how people become tainted by darkness. They believe what they want to believe, using hollow reasons as justification. Nicht, dass es was Neues wäre, aber das ist auch Remind the Movie, wa? They repeat this cycle. Ja, ich glaube, ich hatte dir ursprünglich mal was dazu geschrieben. Also, so wir jetzt hier gerade frisch rauskommen. Feel the need to justify their actions to maintain a sense of self. Schöner Film da drin. Can't let that slide? No. It's better they be ruled by darkness.
People carry delusions of having power. Prinzip Show don't tell verstanden. Er ist einfach nur tell. But sheep pretending to be wolves. Though I admit, I can understand why. Oh, I've never heard that one before. A Keyblade wielder willing to side with the darkness? Why not just let them be until the darkness consumes them? Because left alone, the world would fall to chaos. There needs to be order. Order! Order! You sure about that? Why not just sit back and watch it play out? Understanding hearts is difficult. More so the emotions within. I simply realize that it's easy to dismiss what you don't comprehend. All right, all right. The world needs you. I'll grant you that one. I don't know what I can do. Ich bin mir da nicht so sicher. But I will act. What comes next is too important. Ich werde versuchen, den großen bösen Restart-Button zu drücken. Letting false light dictate the future might be a pretty lousy move. So, you can make a change. You have that power. What do you want for the world? Power, eh? Hey, ich kann Nadja geworden, ey. My training's coming to an end, and the exam's not far off. Maybe I can gain some clarity then. You're letting the exam decide? Listen to me. The results don't matter. You believe the world needs you. Sounds like you already know where you're headed. Ja, trotzdem muss er erstmal seinen Meistertitel machen. Somehow, I can sense where I'm supposed to go and what I'm supposed to do. Was bringt der Meistertitel überhaupt? Even this coat. Du kannst andere Leute ausbilden, something familiar about it. Du kannst seine eigene Schlüsselschwertwerkstatt eröffnen. Oh, großartig. Also legal. Ja. No. You'll ditch it soon. What do you mean? I mean that one day you're going to outgrow it. How so? If you truly possess great power, the darkness can't control you. You won't need a silly old coat to stay safe. In fact, you'll be the one controlling the darkness instead. Me, on the other hand, I'm too much of a scaredy cat to ever take mine off. Offensichtlich. Yeah. Who are you really? Some kind of fortune teller? Well, I could lie and tell you that's what I am when I'm actually a brilliant artist, or even a scholar. I could tell you that I dream of world peace, when I'm actually planning for its destruction. The truth is what you see with your eyes, not what you hear. Okay. Merkwürdiges Prinzip, aber okay. So, your name? What did I just... Never mind. I guess there's no harm. My name is... My name is hidden by ancient Egyptian spoiler tags. Wie unauffällig. Haben Sie keine bessere Möglichkeit, ihn zu zensieren, außer einen kleinen Lichtstrahl? Lost Master? Ich habe gehört, das ist Zensur für eher andere Dinge. Ja. Meistens in heißen Quellen. Oder am Strand. Ja. Auch schon mal in der Dusche. Kommt halt stark auf die Show an. Jeder Einzelne sagt jetzt diesen Satz. Jeder Einzelne. Ja, jetzt weißt du, wo der Master den her hat. 75 years later. Großartig. Wir haben nie etabliert, dass wir 75 Jahre nach vorne gesprungen sind. Ja, aber jetzt weiß es ja. But so funny, old man. Mind sharing with us? Nein. Hast du dir verdient zu lachen? Erzähl einen Witz. I stand here today because of a fated encounter. Very many years ago, when I was still a young lad, I never learned who he was, and perhaps I never will. But I see now the truth he spoke of.
We don't have time for bedtime stories. Without the kid, we're still down a 13th vessel. And as for the other 12, only 3 of us are here right now. Are you absolutely sure the others made their way back to their respective times? Teleport! Wo genau in der Story sind wir jetzt gerade? Noch gerade vor dem Endkampf? Ne, die haben ihren 13. noch nicht, muss irgendwo am Anfang von Kingdom Hearts 3 sein. Marluxia and Larxene are both here in this time, attempting to locate the new Seven Hearts. Ah, okay. Luxord is also somewhere about in this age, but after our last meeting, he went in search of something per your order. Isn't that so? Huh. Oh, that. Right. Well, let's just say that what he's doing will benefit us in the long run. But it's really of no importance right this second. Go on. Playing your cards close as usual. Hat seine Fallenkarte gelegt. Na. Sehr gut, sagt jetzt nicht. Ist nicht mein Ding. So machen wir da will. Xemnas, Benitas, Riku Replica and young Xehanort returned to where they came from and reassembled once more. Each of them is seeking a guardian of light. So, the ones who turn human and then back again into nobodies are me, you, Luxord, Marluxia and Larxene. That's 5. The ones from the past transferred into replicas are Ansem, Xemnas, Vanitas, Riku Replica, and the old man's younger self. Danke fürs Aufsehen. Then we add the old man in, the total comes up to 11. I think we're still missing 2. Epidemics. Now we must discuss why we have assembled here today. Eine großartige Versammlung von 3 Leuten. From past times, vessels into which I transferred my heart, my essence, were destroyed. Thus I was restored to what you see now. For one to completely disappear, their heart and body must be restored to their original form. That is one reason why I distributed my heart into several vessels. Ansem and Xemnas originated from Terra, or rather his young form, and it too was restored. However, Tatsache, der erzählt, dass man so nebenbei mit Terra, wissen die anderen das? While his is yet lost. I decided to fill this hollow vessel with my heart. Indeed, the very same heart that previously resided within young Terra. So that makes 12. Du hättest doch einfach direkt dazu holen können. We get to replace the kid. 20 replicas were created by Vexen. The first 12 were nothing more than puppets, barely human. The prototype model was the Riku replica, and then number I was made. That leaves us with 6. Ansem, Xemnas, Vanitas, Riku replica, and young Xehanort's hearts. 5 vessels, 1 left. Vexen and Demix are candidates, but backups at best. The plan for the last replica is to give it a heart that is connected to Sora's. Connected to Sora? Anyone in mind? The second prototype that was created, number I, though erased from memory, it remained in Vexen's records. Its existence is greatly linked to Sora's memories. Also richtig. And thus should prove to be more than adequate for our needs. Ja, es waren noch nicht genug Soras in dem Krieg, also mehr so einen reinholen. An imaginary number. How fitting. While young Xehanort is occupied with transferring hearts. Yeah. Ich hab das Gefühl, du willst dazu was sagen. I will go and retrieve Vexen.
Ja, als es noch nicht extra explizit genannt wurde, so, ha, wie lustig ist eine imaginäre Zahl, war es irgendwie cleverer. Well, I'm off to do my part. Bye. Schön, dass wir nochmal das Recap hatten, wer alles da ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum wir das hatten, aber großartig, vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Das hatten wir überhaupt nicht alles gerade eben quasi erfahren. Das wäre vor allem vielleicht im Hauptspiel interessanter gewesen als im DLC, nachdem man alles schon gesehen hat. Ja, in der Tat. May your heart be your guiding key. Gott, verdammt, hört auf, das zu sagen. Ich verstehe den Punkt, den er versucht zu machen, aber trotzdem, jeesh. Mag den DLC-Film bis jetzt? Also bis jetzt hat er noch nichts wirklich beigetragen. Also gar nichts. Ah. Wir haben nochmal Sigbar-Sass gemacht, aber wir wissen durch das Ende des Spiels schon, wer Sigbar wirklich ist. Wir haben nochmal das gesamte Team etabliert, aber wir wussten schon, wer das komplette Team wirklich ist. This is... Wir haben weiterhin etabliert, dass Carl und Malefiz nur Team Rocket sind und auftauchen und verschwinden, ohne effektiv zu sein. Vielleicht erfahren wir mal so über diese Katze hier. Chirithi! Back so soon? Ja, ich bin schon wieder tot. Reh. Ne, diesmal sind wir freiwillig hier. What's wrong? Well. Also meine Freundin ist getötet worden, ich hätte die gerne wieder. Was denn schon wieder? Even with the power of waking, you can't just bring someone back. But Kairi's heart hasn't been lost yet. She's still with us, right? Maybe, but this time, I'm afraid the situation is a lot worse. Hey, I've already restored 6 hearts. What's one more? But that's illegal. Not how it's supposed to work at all. The power of waking is meant to be used to wake and restore sleeping hearts. Hat das legale Limit erreicht. Not to restore them after they've completely faded away from existence. You've done that 6 times before. And as a result, you've managed to greatly alter the course of history itself. You've broken a nature taboo. Oops. Nature? A forbidden act. Break a taboo of nature? Sei Verbrechen die Naturgewalten, Sora. Auf damit. Tote zu beleben. Die Geschichte zu verändern. Ja. Ich meine, die anderen Zeitreisen. Aber das ist egal. I've heard that before. So, what's the price? You'll lose your powers. You won't be able to use the power of waking. Bitte sag mir, dass wir auf Level 1 zurückfallen. No problem. Natürlich, wir gehen nach Tokio. You yourself will vanish from this world. Ja, wir müssen Shibuya auf Level 1 aufwachen. You can't return to the world you came from. I don't care. Aber hey, immerhin ist es Shibuya, es wird schlimmer sein. Ja, ich wollte gerade sagen, er könnte, was weiß ich, wo auftauchen. Brooklyn. Oh Gott. This is all I can do right now. I have to do everything I can to get Kairi back. That's the whole reason behind my journey. Bevor der in seinen Klamotten mit seiner Attitüde wird von meinem Brooklyn aufwachen. Du liegst so recht zusammengeschlagen. Wacht irgendwo in Philadelphia Sewers wieder auf. Follow my heart. Well, then this really is goodbye. So listen carefully to me. Mhm. Kein Problem. You'll return to the past again. But you won't be able to rewrite it this time. No matter what happens, you have to accept it and move on. Das ist zu gütig. Ich finde das viel besser so. Oh Gott! Neue Fertigkeiten für Sora wurden hinzugefügt. Kommt jetzt etwa Gameplay? Was? Ah, sowas gibt's doch gar nicht. Ja, das Beste am gesamten DLC. Wir haben neue Combo-Modifier. Sind die schlecht? Nein, die sind alle gut. Okay. Sind alle gut. Das heißt, wir können mal... wir müssen erstmal Platz machen. Wir brauchen jede Menge Platz. Okay. Warten auf jeden wollen wir auf jeden Fall haben. Neuer Combo-Abschluss. Fest eine vernichtende Attacke! Ja, je höher der Magiestatus wird, desto höher der Schaden. Außerdem sind die Dinge einfach gut. Außerdem haben wir endlich so ganz tolle Sachen wie die Lufthebe und den Tornado und so Kram. So die üblichen Sachen, die wir sonst immer als Combo-Modifier in anderen Kingdom Hearts-Spielen haben. Allerdings brauche ich immer noch mehr Platz.
Womit kann ich denn leben, wenn ich es nicht habe? Ich brauche nicht wirklich Wasserboost. Brauchst du einen Eisboost? Benutzt du Eis jemals? Eis benutze ich auch eher selten. Ist auch schon in Ordnung. Man müsste eigentlich schon genug Platz haben, ne? Ich sehe dich Blitz und Feuer regelmäßig benutzen, aber Wasser und Eis sind eher so. Ja, Wasser und Eis sind halt für die Sachen, wo man sie braucht, nützlich und ansonsten so. Und da müssen wir eigentlich soweit ganz gut gedient sein. Ich drehe die Dinge jetzt aktiviert? Ja. Gut. Ja, dann. Haben wir noch irgendwelche Boosts drin? Nein, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben ein neues Schlüsselschwert, aber ne, die muss ich erstmal noch abgeben. Na, das Menü schließen und wieder ins Geschehen zurückstürzen! Welches Geschehen? Ja, komm, wir haben jetzt eine neue Zielvorgabe. Hol Kairi zurück! Okay, kein Problem. Dann machen wir das doch mal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen dürfen oder ob es die Cutscene tut. Ich glaube nämlich, das macht eine Cutscene für uns. Ja, es ist erstmal noch mehr Film, also. It already existed during that time. Ich schätze, wir haben uns gerade für einen Bosskampf ausgerüstet. Nothing can change that fact. Gott, wir sind schon wieder hier. The place where you'll return is the tear in the fabric of time that was created when you changed your destiny, then changed it once again. In order to not stray too far from the true power of waking, you'll enter and pass through the hearts of the guardians until you reach Kairi's heart. Das klingt umständlich. Ja. Yeah. Every emotion that each of the guardians felt. Sadness. Anxiety. I know that you're not him. Fear. Huh? Kindness. Now let our friend everything go. They saw and everything that they felt then. You'll clear a way through it. Traverse across their hearts. And dive ever deeper inside. Warum können wir nicht einfach mit Kairis Herz anfangen? Warum müssen wir durch die anderen sechs durchspringen? Das klingt unglaublich umständlich. Or what you'll actually be able to do. But by following the connection of hearts, you'll come to discover a greater truth. One that's sure to help you. Okay. Schauen wir mal, was diese Wahrheit ist. In the flow of time in the past, you'll only have up until the moment you left for this place. So you'll have to find and restore Kairi's heart before then. That's all the advice I can give you. Danke, Cherithy. Beyond that, I can only say, may your heart be your guiding key. Schlag irgendjemand, wenn die die Szene nochmal sagen. Das hat nicht so gut funktioniert, Sora. Außerdem sind wir jetzt wieder in der Version, wo wir verlieren. Wir sind halt zurück zum Scheidepunkt der Geschichte gesprungen. Ja, aber die erste Version davon, die er nicht alterniert hat. In der richtigen Version, die er abgeändert hat, die er am Ende gespielt hat, hat er den Schlager geblockt. Lass ihn in Ruhe. Stimmloser Text ist selten in diesem Spiel. Ja. Er ist zu rein. Und ein reines Herz ist zuweilen unvorsichtig. Ja, irgendwer hat ihm ja die komplette Dunkelheit rausgerissen. Who are you? Die jetzt aussieht wie Sora. Die Dunkelheit. Darkness. Where did it come from? Vanitas? Ich hatte mir schon von alleine hingekriegt, nach Vanitas zu fragen. Sora hat aber was verstanden. Ist schon beeindruckend. Ja. Kann man ja eigentlich kaum glauben. Na, Sora hat einen Zusammenhang zwischen zwei Dingen verstanden. Selbst schon wieder hier. Okay. Du bist also der heutige Boss. Sub. Besiege dunkles Inferno Kri. Gilt das hier als Superboss? Nein. Okay. Das ist unser neuer Finisher. Ach, die Kombos sind so viel angenehmer plötzlich. Und plötzlich mal vernünftigen Finisher. Der ganze Spiel musste mit Gammel-Finishern klarkommen. Jetzt ist alles besser. Ja, oder so. Naja, super viele Lasten hat er tatsächlich nicht mitgebracht, aber ich gehe mal davon aus, das wird irgendwie alles sein. Bestimmt kommt dieser Boss nochmal wieder oder sowas in der Richtung. Mal gucken, ob er einen Bike-Angriff hat. Ein Wirbelkombo-Angriff. Ja, bis jetzt hat er irgendwie nicht wirklich viel gezeigt. Ja, was anderes. Huch.
Okay, er hat einen großen Klingen auf den Bodenangriff. Illusionsstab. Ist theoretisch bereit. Ach, so schön, dass unsere Kombos genau für zwei Kombos reichen, bis der Revenge Value voll ist. Das ist ein angenehmes Timing für den Boss, tatsächlich. Ja. Take this! Man kann einfach zur Seite gehen und warten, bis er seine Kombi kommt. Ja, wenn er in diesen Stand reingeht und wir würden angreifen, wird er automatisch countern. Verstehe. Ah, er hat teilweise noch andere Angriffstechniken, wie es aussieht. Okay. Spannend. Er stärker sein kann. Okay. Wir haben minimalen Schaden genommen. Ja, ist halt kein optionaler Superboss. Von daher bringt er uns nicht mit einer einzigen Komponente um. Illusionsstab ist ausgelaufen. Illusionsstab wäre theoretisch wieder da. Ja, ich habe allerdings nicht richtig haben. Ich habe das Gefühl, du willst es nicht benutzen. Ja, die eigentlichen Kombos, die wir gerade haben, funktionieren zu gut. Ja, genau auf dem Revenge-Value, von daher gibt es hier nicht keinen Grund, den Illusionsstab dafür auszurüsten. Nicht nur um den Finisher rauszuhauen? Nee, nicht wirklich. Erhöht der überhaupt das Revenge-Value? Nein. Das tut er nicht, aber ich meine, du weißt, wie unvorhersehbar der vom Damage und vom Treffen ist und so. Ja, schon. Na gut, der ist zwar eine lange Szene, aber sonst kostet er nichts. Das ist richtig. Aber dann fällt man halt auch erstmal auf den Boden und wenn er dann gerade angreift, hängt man mitten in der Kombo drin. Naja. Oh, noch eine neue Attacke, wie es aussieht. Ja, wirklich schöne Kombo, aber das wird sein Ende gewesen sein. Die Illusionsstadt wäre theoretisch wieder ready. Aber er ist eh down. Neuer Item-Slot. Mehr Potions. So angenehm, wenn ich vernünftige Combo-Modifier zu haben, dass die Angriffe plötzlich schnell losgehen, man vernünftigen Combo-Finisher und so ein Kram hat. Hat schon was für sich, ist richtig. Ja. Die würden wir jetzt auch bei einem neuen Spiel kriegen, weil wir einen durchgespielten Spielstand haben. Wenn wir jetzt ein neues Spiel anfangen, würden wir instant diese Combo-Finisher haben, was das allgemeine Gameplay deutlich angenehmer machen würde. Wie nützlich. Ja. Ach, übrigens. Ja. Er lief nicht so gut. Aber was wird das nächste Herz sein, das wir durchlaufen? Und was werden die nächsten Bosse sein, die wir reinlaufen? Bitte nicht Aqua. Bitte nicht Aqua. Bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.